Wir haben uns vorgenommen, uns 7 Weltrekorden zu stellen, aufgestellt von Profifußballern und diese auch zu knacken. Letzte Woche gelang uns das auch bei 3 von 4 Rekorden. Das ist sogar hier der offizielle erste richtige Guinness World Record. Das heißt, dass uns noch 3 Rekorde bevorstehen, die extrem spannend werden. Und wir gehen jetzt direkt weiter zu einem sehr, sehr herausfordernden, auf einen, den ihr vielleicht schon gewartet habt, und zwar Lionel Messi. Im Rahmen einer japanischen Gameshow hat Messi einen unfassbaren Weltrekord aufgestellt. Ziel war es, den Ball über eine hohe Barrikade zu spielen und diesen danach aus der Luft zu kontrollieren. Messi hat sich dabei stückchenweise an den Weltrekord rangetastet und hat dies zunächst von 13 Metern geschafft, dann von 15 Metern und zum Schluss den Weltrekord bei 18 Metern aufgestellt und das dann sogar 2-mal in Folge. Auch für diesen Versuch haben wir natürlich keinen Kran zur Verfügung. Wir sind hier leider nicht im japanischen Fernsehen, ne? Aber kreativ sind wir. Wir werden versuchen, diesen Stab hier an der Drohne zu befestigen und die Drohne dann auf 18 bzw. 19 Meter hochfliegen zu lassen. Er hält die Höhe und dann Abfahrt, ne? Genau. Um den Rekordbedingungen von Messi möglichst nahe zu kommen, haben wir uns ebenfalls 2 Linien markiert. Bevor man den Ball hochschießt, darf die erste Linie noch nicht überquert worden sein. Und bevor man versucht, den Ball anzunehmen, muss dieser in der Luft die zweite Linie bereits überquert haben. Und wie man sehen kann, hat allein das uns schon Probleme bereitet. Aus dem vollen Lauf, keine Chance. Ah, nee! Schade, Bro. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Die Flugzeit der Drohne ist natürlich limitiert, deswegen konnten wir jetzt auch nicht irgendwie üben und dann offizielle Versuche, sondern wir haben einfach unser Bestes probiert. Das mit Abstand Schwierigste war, wenn du den Ball hochrotzt, musst du für 19 Meter wirklich eigentlich deine ganze Kraft benutzen und ihn dann noch nicht durch die Gegend zu rotzen, sondern dass er vielleicht so 3 Meter weiter runterkommt, fast unmöglich. Und dann halt natürlich auch noch anständig annehmen bzw. versuchen, boah, den Ball zu kontrollieren, und der kommt halt teilweise echt richtig stramm runtergeschossen. Absoluter Wahnsinn. Also die Einschätzung ist so extrem schwer und once again, Messi lässt es so einfach aussehen, wundert mich aber ehrlich gesagt nicht, weil bei ihm sieht immer alles einfach auf dem Platz aus. Dafür ist er der Beste der Welt. Auf zum nächsten Rekord. Wir bleiben auch direkt bei asiatischen Spielshows, denn im chinesischen Fernsehen hat Iker Casillas einen Rekord aufgestellt. Er hat es geschafft, in 60 Sekunden 11 Bälle von der Mittellinie ins Tor zu befördern. Da wir hier von China sprechen, habe ich leider kein Videomaterial dazu gefunden. Und als wir gelesen haben, 11 in 60 Sekunden, haben wir uns gedacht, hat er irgendwie nur 11 Bälle zur Verfügung gehabt. Wir haben auf jeden Fall mal ein paar mehr hier und ich würde sagen, die Challenge gehört Tim. Ich habe die Beine Challenge von Dele Alli gemacht und Tim wird jetzt den von Casillas aber mal wegmachen. 60 Sekunden, ich denke, das wird ein First Try Rekord, also schauen wir mal. Sonst müssen wir die Bälle wiederholen. Habe ich keinen Bock drauf. Zeitsparend angeordnet, sage ich mal. Ich würde sagen, alle rein, oder? Das ist der Plan. Let's go.
Sobald er über die Linie geht. Stopp! 42 Sekunden, sprich eigentlich hättest du noch 20 Sekunden, aber... Ja, keine Bälle mehr. Keine Bälle mehr, genau. 15, Rekord gebrochen. Herzlichen Glückwunsch, Tim. Und wir gehen jetzt zum La Grande Final. Wir sind bei unserem letzten Weltrekordversuch angekommen. Der noch unerreichbare Abschlagrekord von Ederson mit unfassbaren 75,35 Metern. Brand new Guinness World Records title. Congratulations. Wir werden natürlich jetzt versuchen mit Tim gemeinsam entweder den YouTube-Rekord von Loris zu knacken oder vielleicht sogar den Welt... Abschlagrekord, schon mal noch meine Sache. Also, let's go. So, wir befinden uns jetzt an der 68-Meter-Linie. Meinem Rekord ist gleich YouTube-Rekord. Der ist gut. Der ist ganz stark. Und da ist er! Ja! Yeah! 4 Meter drüber. Gibt ja manche Leute, denen muss man erklären, dass nicht jeder Platz 50 Meter zur Mittellinie hat und dass man die Position, von der man schießt, muss man ja noch subtrahieren. Manche lernen das in der 4. Klasse, manche lernen es nie. Jetzt gehen wir weiter zu einem immer noch komplett irren Rekord. 75,36 meine ich, Meter von Ederson. Offizieller Weltrekord. Es sieht nicht weit aus von meinem Rekord, aber es ist unfassbar weit. Wir gehen jetzt an den 5er und ziehen den danach auch ab, ne? Und legen los. So, erster Versuch. Loris steht schon hinten an der Zielmarkierung. Schauen wir mal, ob ich den Ball auch bis zu ihm schaffe oder vielleicht noch ein Stückchen weiter. Einschätzung, wie weit? 57, 58, was in die Richtung? Guter Start zum Reinfinden. Für den Anfang okay, aber die Bälle sind halt immer noch ein Tick zu hoch. Der war ziemlich gut. Der war ziemlich, ziemlich gut. Der war schon besser. Wie weit? 1, 2, 3, 4. Ja, ein bisschen mehr als 4 Meter zum YouTube-Rekord. Ah, ich würde so sagen 63 vielleicht, 64. Aber der war, also den hat man wirklich vom Sound her. Ihr hört, dass der ja, weitergeht. Also wirklich, man hat gehört, okay, der wird weitergehen. Immer wieder witzig, wenn Stürmer Torhüter-Sache unterschätze. Das ist irgendwie einfach schön als Torwart. Oh ja! Ich glaube, das hat nicht ganz gereicht. Aber der war auch wirklich echt stark. Guck mal, man sieht das Loris-Vergleich, zweiter und dritter wahrscheinlich ähnlich weit. Ja. Zeig's euch mal. Wenn er sich linear nähert, um mal die Mathematiker auszudrücken, dann brauchen wir um der Finger gerollt 4 Jahre und 3 Monate. Dann haben wir ihn. So, dann tauschen wir mal mit Loris und schauen, was er drauf hat. So Leute, nach über 3 Monaten bin ich wieder back in biz, endlich mal wieder Torwarthandschuhe an. Ziel wird es natürlich sein, meinen Rekord zu knacken, aber noch ein anderes Ziel ist, mich nicht zu zerren. Von dem her, schauen wir mal. Oh, der ist gut. Für den ersten bin ich überraschend zufrieden. Der sah aber, glaube ich, besser aus, als er war von der Flugkurve her. Einschätzung, Distanz? 60 vielleicht, ein bisschen mehr als 60. Ist natürlich noch ein weites Stückchen von hier bis zu seinem Ziel. Also nächster Versuch. Gut, der sieht ganz gut aus, aber ein Tick zu hoch. Ja, aber auch wieder, ich glaube, so 1-2 Meter vor dem letzten Versuch. Ich kriege keine Kraft, keine Technik rein. Echt schlecht, muss ich sagen. Also, da muss ich mich mal selber kritisieren. Naja, wir haben noch einen. Nochmal ein Stück weiter, aber auch reicht definitiv nicht für den Rekord. Ich glaube, der war sogar noch hinter dem Letzten, also war er nicht gut, aber der sah brutal schnell aus. Gibt's Punkte fürs Gutaussehen? Nein! Okay, dann war er scheiße. Fazit für heute. 4 von 7 Profi-Rekorden haben wir knacken können. Die wir eigentlich schon so eingeschätzt haben, dass sie unerreichbar sind, haben sich auch so bewiesen. Wobei ich bei dem Messi-Versuch gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Aber trotzdem Wahnsinnsrekord von ihm. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Bros. Wie immer, lasst einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall ist. Abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr die zukünftigen Videos nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.